Hey Leute, willkommen zurück zu Project Zero 5, Maiden of Blackwater, wo wir hoffentlich in diesem Part das Kapitel Second Drop oder zweiter Tropfen auch endlich mal beenden. Nachdem hier soll anscheinend nicht mehr viel kommen. Und jetzt haben wir hier, also im letzten Part, haben wir quasi die Fayano, heißt sie. Jetzt endlich mal habe ich ihren Namen mal gesagt. Hat sie sich hier umgebracht und jetzt ist dieses Monster hier erschienen. Also wir mussten erst gegen sie kämpfen, jetzt müssen wir gegen das Ding hier kämpfen, was auch immer das hier ist. Aber jetzt kann ich natürlich kein Foto machen, ist klar. Ja, okay, perfekt, Schnappschuss. Mann. Hilfe, ich kann nichts machen. Ich bin hier, ich stecke gerade fest. Will das doch gar nicht so schräg. Oh fuck! Hallo, nein! Das ist doch die scheiß Kamera. Geil, geiles Foto. Wieso denn? Wieso ist das nur ein Geisterfoto? Das war ja wohl ein tödliches Ding da, weil er mich fast angegriffen hat. Es hat mich angegriffen, ja eben weil es nicht richtig gezählt hat. Er hat sich gerade wegteleportiert. Hallo, jetzt hör doch mal auf, dich die Grenze weg zu teleportieren. Was soll denn der Mist? Weißt du, du bist schon stark genug. Ich glaube nicht, dass du dich noch teleportieren musst. Ja, jetzt sind sie natürlich alle im Rahmen. Alter. Gott, erschreck mich halt. Die überleben aber echt viel, du. Okay, diese Priesterin. Sie war es, die Fuyuhi hergelockt und sie dazu bewegt hat, sich umzubringen. Es ist zu gefährlich, hier kann ich nicht länger bleiben. Ich muss zurück. Becken der Realität. Okay, wo muss ich lang? Das wird mir auch geil angezeigt. Achso, ich muss auch hier so gucken. Na gut, da bin ich ja fast. Einfach schätze ich mal hier diesen Weg hier. Einfach mal diesen Weg hier, glaube ich, folgen. Nee, ich laufe, glaube ich, gerade falsch. Ja, indeed. Ja, genau, moonwalk dich hier raus. Anstatt dich einfach umzudrehen. Es kann zwischen den Felsen die Steine. Ich kann zwischen den Felsen die Steinlaternen am Becken sehen. Er sieht dort sehr verlassen aus. Das ist auch gut. Da will ich da gleich ran. Ja, wo lang muss ich denn? Why? Warum muss es denn immer so kompliziert sein? Wieso kann ich einfach hier
so der Punkt sein, da bist du. Dann weiß ich, okay, da bin ich. Vielleicht bin ich einfach nur gerade zu blöd, aber mir wird auch nicht hier gezeigt, wo lang ich muss. Ah, okay, hier lang einfach, okay. Während sie nach ihrer Freundin suchte, nahm sich Fuyuhi Himeno letztendlich das Leben. Yuri hatte ihren Tod miterlebt und wusste, dass Fuyuhi nicht allein war, als sie starb. Doch was hatte es mit der Frau auf sich, die auf gleiche Weise das Leben nahm? Nicht zu vergessen, auch die mysteriöse Priesterin, die vom Regen durchnässt war. Nachdem sie Hisokas Camera Obscura in einen Talisman, den sie mochte, fand, kehrte sie allein zum Antiquitäten. Laden zurück. Oh mein Gott, endlich! Ach du meine Güte, endlich! Nach 50 Minuten. Ja, okay, es ging eigentlich noch, ne? Dritter Tropfen, ja. Ja. Ich weiß nicht, ich guck mal, wenn ja, wenn das jetzt hier nicht so lange geht, dann mache ich das noch mit dem letzten Part mal zusammen. So, wir machen mit dritter Tropfen weiter und ja, das kommt mir hier gerade ein bisschen seltsam hier vor, wieder dieses Spiel zu spielen, weil der Footage von gerade eben, den ihr gerade gesehen habt, das ist ja noch von Oktober. Ja, das war noch von Oktober. Und jetzt machen wir aber weiter, endlich nach fast 4 Monaten. Jetzt weiter. Mit Project Zero 5 Maiden of Blackwater. Und ich werde dieses Mal auf leicht spielen, weil ich noch nicht so erfahren bin mit diesem ganzen Fotoschießen und so. Wenn es mir irgendwann leichter fällt und ich es irgendwann verstanden habe, werde ich es wieder auf normal stellen. Aber ich lasse es erstmal auf leicht, sodass wir auch durch das Spiel durchkommen. Jetzt machen wir einfach weiter. Ah, nee, warte mal, ich wollte gerade gucken. Ren Hojo, Autor, hat Hisoka gebeten, nach den Leichenfotos zu suchen. Als eines dieser Fotos ihm besonders auffällt, beschließt er, dem selbst auf den Grund zu gehen. Mit Camera Obscura und Assistenten Rui begibt er sich zum verlassenen Gasthof. Natürlich macht er das. Und hier kann man sich Kräuter heilen. Oh, das sieht ja eigentlich noch gut aus. Spiegelstein. Filmtyp, alter Film mit langer Ladezeit und einer Bandkraft. Guck mal, das meine ich. Ich verstehe das nicht. Was heißt, und die wenig Effekt hat, der schnell geladen werden kann. Gesegneter Film. Lange, mit schwacher Bandkraft, das klingt ja richtig scheiße. Mein Lieber, hier Filmtyp 90, warte, wie viel habe ich denn? Oder so, ja komm. Und mal starten.
die with me. She's beautiful, but she looks sad too. Yeah. Isn't she the type of woman that you get nervous around? Yeah. There may be more of this stuff out there. Shall I call Hisoka? No, let's go there ourselves. It'll be quicker that way. At this hour? It won't take long. So then, shouldn't you take the camera obscura? You haven't used it yet. This could be your chance. People say there's something off about that place. Okay. Ja, vor allem, wenn man mit Geistern konfrontiert wird, dann mache ich auch immer Fotos von denen. Meine Kamera Obscura liegt auf dem Schreibtisch. Hisoka hat sie zurückgeschickt, nachdem sie ihren Wert für mich geschätzt hatte. Ich sollte den Bericht über Schattenwahrnehmung auch mitnehmen. Könnte nützlich sein. Rui beschwert sich immer, wenn ich Dinge auf dem Sofa liegen lasse. Alles klar. Ja, mal die Kamera. Eine antik aussehende Kamera liegt auf dem Schreibtisch. Das Rens Kamera Obscura erhalten. Du hast die Aufrüstung Messen erhalten. Sie zeigt dir die aktuellen LP eines anvisierten Gegners an. Okay, das könnte ziemlich hilfreich sein, weil ich nämlich nicht checke, wie viel Leben die haben. Unfertiges Manuskript. Auf dem Schreibtisch befindet sich ein unfertiges Manuskript. Ey, vielleicht ist das ja von Alan Wake. Es hat noch keinen Titel. Ich benötige mehr Informationen zu der Materie, um das Thema festzulegen. Unfertiges Manuskript. Die Leichenfotografie war ein Verfahren, das im 19. Jahrhundert in westlichen Ländern ausgeübt wurde. Zu der Zeit waren Fotos noch ein eher seltener und sehr teurer Luxus. Die Leichname von kürzlich verstorbenen Familienmitgliedern und geliebten Personen wurden in lebensnahen Posen als würdevolles Andenken fotografiert. Während meine... muss ich das echt lesen? Nein, ich will nicht lesen hier. Könnt ihr selber lesen. Ich brauch die auf Pause machen. Hisokas Wehe. Es ist eine Antwort auf die Anfrage zur Beurteilung dieser Kamera Obscura. Es wird zur Vorsicht geraten. Wehe, ich muss es wieder ins Lesen. Oh, leck mich am Arsch. Nein, das sieht ja noch länger. Nee. Obwohl, ich glaube, das ist wichtig. Unren Hojo. Ich glaube, das sind wir. Oder sind wir? Ich weiß, sind wir das? Ich glaube. Die Kamera, die du mir überlassen hast, ist unter dem Namen Camera Obscura bekannt. Sie wird dazu verwendet, Bilder mit Übernatürlichen einzufangen, also Dinge, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Diese Art von Kamera ist derart selten, dass unzählige Antiquitäten, ich kann schon nicht mal lesen, ey, sie als nahezu mystischen Gegenstand ansehen. Man wusste, ich bin halt echt nicht gut im Lesen, ne? Ich habe meine Brille nicht an. Man wusste, dass einige solcher Kameras existieren, aber das ist die erste, die ich jemals mit komplexen Objektiven gesehen habe. Ich will dir keine Angst einjagen, aber den Gerüchten zufolge widerfährt dem Besitzer der Camera Obscura großes Unheil. Dann werf die weg. Dann werf die weg. Man sagt, sie seien entweder gestorben, hätten ihren Verstand verloren oder seien spurlos verschwunden. Die Kameras selbst haben mehrere Besitzer überlebt. Obwohl manch unerschütterlicher Sammler noch immer nach ihnen sucht, haben die Geschichten des Unglücks vorheriger Besitzer einen dramatischen Einfluss auf ihren Wert gehabt. Meine Kamera Obscura wurde einer örtlich ansässigen Familie hinterlassen, nachdem der Besitzer verstorben ist. Sie waren so gütig, sie mir zu übergeben. Ich bin davon überzeugt, dass dein Gerät noch immer funktioniert, doch rate ich zur Vorsicht. Viele Grüße, ist okay. PS, die Abdeckung deiner Kamera Obscura ist beschädigt, jedoch hat sie wohl anfangs die Form einer Kiste. Ich bezweifle, dass du sie mir verkaufen würdest, aber ich wäre dir sehr verbunden, falls ich sie mir für eine kurze Weile ausleihen könnte. Ich würde dich natürlich auch entschädigen. Denk bitte darüber nach.
Der Bericht über Schattenwahrnehmung liegt auf dem Sofa. Ich sollte ihn besser mitnehmen, nur für den Fall der Fälle. Was für ein Fall der Fälle? Dass Geister kommen. In einem Horrorspiel. Nee. Das glaube ich nicht. Wenn du nützliche Informationen erhalten, wer weiß, wann ich ihn noch brauchen könnte. Yuris Brief. Bericht. Okay, das geht wenigstens kurz. Bericht. Gefundener Gegenstand. Kunde Ren Hojo. Verfasst von Yuri Kutsukata. Überprüft von Hisoka Kurosawa. Es tut mir so leid, okay, wenn ich die Namen falsch ausspreche. Details der Anfrage. Gegenstände in Verbindung mit Leichenfotografie auf dem Hikami-Berg finden. Diese auch, falls möglich, einsammeln. Als Relikt für das Wahrnehmen von Schatten diente ein Leichenfoto vom Hikami-Berg. Die Spur des Albums mit Leichenfotos führte zum Ichiro-Landgut. Das Objekt wurde in Verwahrung genommen. Hojo-Residenz. Arbeitszimmer. Oh ja, der Berg. Ich hasse ihn immer noch. Ach, da muss ich jetzt hoch? Oh nee. Oh nee. Wo habe ich das Buch über den Hikami-Berg noch hingelegt? Hat Rui wieder aufgeräumt? Es könnte in einem der Bücherregale sein. Da gucken wir mal nach. Hier liegt da was. Schlechter der Priesterin. Dieses Buch ist mir während meiner Nachforschung über den Hikami-Berg ins Auge gefallen. Ich bezweifle, dass diese Geschichte etwas mit jetzigen Ereignissen zu tun hat, aber weiß er nie. Okay, ihr dürft das lesen. Ich lese jetzt nicht jede Scheiße vor, okay? Tut mir leid. Nein, hör. Nein, bitte. Lest doch nicht sein Tagebuch, sowas macht man nicht. Du Monster. Yeah, let's go. Wieso wird es ja immer mit übersetzt? Warum das? Sag doch einfach ja. There's a local superstition warning people not to go up Mount Hikami after dusk. If you climb the mountain in the twilight hours, it'll show you a different form. Its true form. Only those who wish to die come here at that time. Perfekt, lass da mal hingehen. I think that's the inn where the album was found. This must be Ichiru Manor. So, do you think you'll be able to use the camera obscura? I think you should try it out first, just to be sure. Okay. Jetzt haben wir seine Kamera erhalten. Mit dieser Camera Obscura kannst du mehrere Fotos gleichzeitig schießen. Benutze Multischuss, fähig, um 4 Fotos auf einmal zu schießen, womit du dem fotografierten Geist mehr Schaden zufügst. Mehrere Fotos gleichzeitig zu schießen hilft dir auch dabei, tödliche Fotos zu machen. Naja, stimmt, die müssen immer näher kommen, ne? Der Nachteil dabei ist, dass es nach einem Multischuss länger dauert, den Film zu laden. Bedenke auch, dass Multischuss schnell sehr viel Film verbraucht. Gewöhnliche Objektive für die Camera Obscura sind für Rens Camera Obscura nicht geeignet. Fotomodus. Da. Hallo, tu nicht die Hand vor dein Gesicht jetzt hier. Wow! Okay, das macht wirklich 4 Fotos. Darauf kannst du mehrere Fotos schießen. Drücke 3, um den Fotomodus zu verlassen. Wir rennen mit L2, genau. So können wir rennen. Was ich hier schon immer machte, ist, die Atmosphäre mochte ich hier immer sehr in den Project Zero Spielen. After it became an inn, the proprietor's family lived here, but it doesn't look like anyone was a massive landslide that hit Mount Hikami. Maybe they were all buried under the rubble. Hey, it looks like the album you asked for was found in the old building. Yeah, sure looks that way. Weiß gar nicht, gibt es hier auch in dem Spiel eine deutsche Sprachausgabe? Ich glaube, es gab eigentlich nur Japanisch und Englisch. Und ich habe halt eben Englisch ausgewählt. Ich hätte so oder so Englisch ausgewählt, selbst wenn es eine deutsche gegeben hätte. Die Kamera registriert etwas. Halte R2 gedrückt, um die Spur zu finden. Na klar, lass den mal hinterher.
kann unsichtbare Dinge fotografieren. Ich frage mich, ob dies der Gabe gleich die Hisoka beim Wahrnehmen von Schatten verwendet. Mein Spiel kam ja damals für die Wii U raus, ne? Da hat man ja das Gamepad benutzt quasi für die Kamera. Das war ja auch eine ziemlich coole Idee. Was war das denn? Ich habe das schon gesehen. Jetzt warte mal. Warte mal, hier hat doch gerade irgendwas geleuchtet. Jetzt verarscht mich doch nicht. Wenn hier jetzt gleich was rauskommt, ich scheiß mich ein, hör auf. Kann ich hier durch oder was? In der Wand entlang des Weihers ist ein großes Loch. Das Wasser dort ist noch tiefer als sonst irgendwo. Ich sollte dem besser nicht zu nahe kommen. Ja, stimmt, war nicht im Pullover. Oh Gott, ey. Meine Fresse, hast du mich erschreckt. Die Tür zum Schacht ist zugefallen. Es muss der Wind gewesen sein. Ja, genau. Wahrscheinlich war es der Wind. Wenn ich die Geister würde ich gleich umbringen wollen. Hier sind so viele Pfeile, ey. Die könnt mich nicht verarschen. Hier liegt doch was. Guck mal, hallo. Nee, war das nicht so, dass man von Jumpscare kommt? Hör auf. Aber da muss man, glaube ich, einfach nur schnell loslassen. Ich will es gar nicht aufheben. Das ist ja nicht okay, ich will's aufheben. Heb's einfach auf. Filmtipp, yeah. Okay, lass uns hier raus. Man muss da rechtzeitig loslassen, sonst bekommt man nämlich. Alter, was ist das denn? Genau, als ob ich da jetzt hingehe. Ich hab den Fotomodus. Was? Ja, klar. Die kommen gleich wieder, hör auf. Ich mag es nicht, betatscht zu werden von fremden Händen. Vor allem, wenn es auch noch Geisterhände sind. Das Spiel macht genau das gleiche, was Silent Hill auch macht. Vor dem ich so Angst habe. Einfach die Stille. Ich hasse es. Das ist etwas, das Resident Evil auch wieder machen könnte. Obwohl in Resident Evil 7 haben sie es ja gemacht. Und in Resident Evil 2 Remake. Oh. Nichts passiert. Ich laufe einfach durch dich durch, das passt schon. Okay. Nee, ich mag das hier nicht. This must be the room where Hisoka found that album. Yeah, it seems so. Sag doch einfach ja oder schreib einfach ja rein anstatt mhm. Holy shit, holy fuck you. Ist immer noch da? Nee, der ist weg. Oder ist er jetzt wieder da? Ich weiß es nicht. Muss ich den bekämpfen? Eben gerne würde ich das eigentlich nicht tun. Die Kamera registriert etwas. Aber immerhin speichert das Spiel automatisch. Vielleicht kann ich etwas durch den Sucher erblicken. Ja, Moment. Das hier gerade nicht. Hinter der eingebrochenen Nische ist schwarze Erde zu sehen. Der ganze Raum muss unter Trümmern begraben sein. Ach. Phantom enthüllt, schnapp deine Kamera und such nach. Ach so, okay. Oh, hi. Muss ich erst fotografieren? Muss ich echt? Ja, was muss ich hier machen? Warte, L2? Weiß ich nicht. Ja, hier ist was, ich sehe. Ich weiß aber nicht, was ich damit mache. Äh.
Jetzt hat's funktioniert. Eine zusammengeschnittene Notiz ist soeben aufgetaucht. Das also hat die Kamera registriert. Dreckige Notiz 1. Eine Notiz liegt auf dem Regal. Vielleicht gehört sie jemandem, der hier gewohnt hat. Wie lange ist es jetzt schon, wohl schon her, dass ich alles verloren habe? Der Berg hat die Hälfte meines Gasthofs verschlungen. Alles, was mir geblieben ist, ist dieses alte Album mit Leichenfotos. Mein Vater hat es mir hinterlassen. Ich kenne diejenigen, von denen die Fotos gemacht wurden. Nicht einmal. Aber dies ist das letzte Überbleibsel meiner Familie. Wie lange suhle ich mich bereits in dieser Finsternis? Sollte das Suche stehen oder was ist da? Das spielt auch keine Rolle mehr. Ich werde alles niederbrennen, bis nur ich allein übrig bin. Ist das der oder... Alter. Oder ist es eine Sie? Ich weiß es nicht. Ich werde all dem Überwachungsraum auf dem Dach ein Ende setzen, denke ich. Der Sonnenuntergang ist dort am schönsten. Die Kamera reagiert auf diese Notiz. Wenn ich die Notiz wie ein Relikt benutze, zeigt sie mir vielleicht die Spur zu weiteren Informationen über dieses Foto. Oh Gott, das weiß ich noch. Das war so schlimm zu steuern. Nee, das war schlimm, das zu steuern. Genau, jetzt weiß ich, warum ich das so gehasst habe hier. Soll ich die Kamera benutzen? Oh! Ich hab mich so erschrocken hier jetzt. Kann ich das irgendwie ausstellen? Wenn sich das so bewegt, ich mag das gar nicht. Immer. Moment. Wo geht das? Das hier? Mal Einstellungen. Kamerasteuerung. Das ist aber mies langsam. Warte mal. Kann ich bestimmt einstellen, oder? Senkrecht hast du. Wenn ich Suchmodus ist ja Fotomodus, muss ich dann nennen. Probieren wir es mal so. Das ist jetzt immer gleich, ob es dann zu besoffen ist oder ob das okay ist. Das werden wir jetzt gleich sehen. Nee, so passt. Sag mal, bin ich jetzt wieder zurück oder wie? Mal nun lang. Sind wir jetzt hier zurück oder wie sieht's aus? Ich habe nämlich keine Ahnung. Aber in diesem Gebäude waren wir auch schon mal im ersten Kapitel. Kann man vielleicht hier noch rein? Ja. Macht die halt nicht so langsam auf, Mann. Das ist viel schneller. Wie auch sagen, ich bin hier wieder die Folge von Project Zero und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und ciao.